So, willkommen zurück zu Oriental Blind Forest. Wer liegt hier? Tief aus dem Inneren des Stammbaums höre ich die Schreie des Entsetzens. Rehm war agil. Er sprintete durch die Luft. Hör auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. Ah, das hilft dann richtig viel. Das ist gut. Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Rechtsklick bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Okay. Ach ja, jetzt wird wieder alles ein bisschen lustiger. Ist hier irgendwas? Nein. Ja. Können wir ja weitermachen. Jetzt könnten wir auch wieder unten reingehen, da wo die Spinne war, bei dem, was war das, ein Lebensupgrade oder ein Energieupgrade? Ah ja, genau. Ich kann auch Gegner nutzen. Und die bekommen dann minimalen Schaden. Da sehe ich nicht hin. Ah ja, und nach einer Zeit, also jetzt habe ich zum Beispiel nicht losgelassen, aber so lange kann man nur. Länger geht nicht. So. Ah, halt, genau. Boom. Und boom. So könnte ich schon mal zerbrechliche Sachen kaputt machen. Solange ich noch nicht selber stampfen kann. Okay, was gibt's denn hier noch? Ach man. Ja super. Das bringt's ja voll. Okay, so. Dann machen wir den noch weg. Ah ja, bald sind wir wieder oben. Das ist schön. Beziehungsweise, also ich denke mal, so viel kommt nicht mehr. Okay, wir müssen aber aufpassen. Da unten ist eine Energiezelle. Ich weiß nicht, wie weit das mit Backtracking funktioniert. Da müssen wir das jetzt... Okay, wir probieren es mal. Fällt das noch? Ja, das hat immer noch einen Fallwinkel. Ich glaube, da möchte mir schon eine Person seit längerem was sagen. Aber das ist mir egal. Oh, halt. Achso, so komme ich dann wieder hoch. Im Trailer stand Full Backtracking Support. Aber ich nehme es lieber sicherheitshalber jetzt schon mal mit. Beziehungsweise liegt es ja sowieso halbwegs auf dem Weg. Weil das letzte Mal konnte man an so Orte hier nicht mehr. Ja, ja. Ja, los, komm. Nehmen wir das und das und gehen hier hoch. Nein. Okay, hier kommen wir auch schon dran. So, und dann können wir hier rein. Wir haben schon 4. Oh, das sieht gut aus. So, wir hatten jetzt aufgehört um so etwa 10 oder haben um 11 wieder angefangen. Dann bis 30 halt. Ja. Werden jetzt noch eine Viertelstunde. Dich sollen wir töten. Ah ja, stimmt. Ich wette, ich kann dich auch mit meinem Zeugs kaputt machen. Mit meinem, wenn ich länger gedrückt halte. Ja, ja. Okay, wir können jetzt da oder wir können hier weiter. Ah ja, Speicherort. Ah, wahrscheinlich kann man dann von hier aus rein und kann bis dahin wieder zurück, bis man an die Energiezelle kommt. Und ich glaube, so kleine Lichtkügelchen zählen nicht mehr zu den 100% Sammeln dazu. Oh, wir sind da.
Das Herz des Ginsterbaums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf, doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Ja, dass die Zelda nicht alles dranhängen. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Gut, ich glaube, das hier war das Schwierigere, oder? Ah ja, das war eklig damals. Ich... Oh Gott, falsche Taste. Ich kümmere mich erstmal um alle Monster. Ja, ja. So, mal schauen. Okay. Nein, nein, als ob. Ich wusste doch, dass das leicht zu hoch hängt. Das hätten sie ein bisschen tiefer machen können. Nur ein kleines bisschen tiefer. Hätten wir es jetzt First Try gehabt. Ach nö. Oh, das hat nicht gereicht. Und ist wieder scheißegal. Passt mal auf. Was tue ich denn? Wieso drücke ich direkt, nachdem ich so ein Zeugs gemacht habe, springen? Was fällt mir ein? Komm, schieß. Ach, das schießt erst wieder, wenn der Ball weg ist. Okay, geil. So. Das ist meine Variante, ja. Da gibt es nicht so viele andere Möglichkeiten. Okay, und die andere Seite noch. Oh, wir können wieder irgendwas upgraden. Das ist auch gut. Können wir das nochmal kurz machen, bevor wir da hinkommen. Ja, das ist die leichtere Seite. Nein. Yo. Ach man. Hä, wieso seid ihr denn schon wieder respawned? Okay, was müssen wir tun? Nein. Du? Ah, das ist eine Wand. Okay. Okay, auch geschafft. Zeit sagt, wir haben noch 10 Minuten. Das sollte was werden. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns.
fast erst. Erster Versuch. Nochmal. Spiel leckt. Yo. Wieso? Was ist denn los, Spiel? Ist doch alles gut. Ganz ruhig. Okay. Wir sind gleich oben, Leute. Ja. Ja. Was hat mir wehgetan? Yo. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, wir waren fast oben. Diesmal schaffen wir es, dann sind wir fertig. Toll, toll. Spring halt an mir vorbei. Irgendwas hat das Spiel an dieser Stelle, was es mega zum Laggen bringt. Oh, nein. Was habe ich denn nur an dieser Stelle? Okay, gut. Ori, komm her. Das Wasser wird langsamer, wenn man weiter, wenn man näher dran ist. Wenn man weiter weg ist, wird es schneller. Damit immer das Gefühl entsteht, dass man knapp dran ist. Aber eigentlich hat man relativ gut viel Zeit. Nur bin ich trotzdem so dumm. Aber es war voll gut, dass wir das hier in der Luft geupgradet haben. Hätten wir das jetzt noch nicht, wäre es viel, viel schwieriger.
Da haben ihre Augen wieder das Spiel zum Laggen gebracht. Oh nein, sie will uns. Oh, sie aimt auf uns zu. Es war das Licht, das sie hasste. Das Licht unserer Art. Doch Oris Güte sollte mein Kind ein weiteres Mal retten. Ah. Kumon steht damit offiziell auf unserer Seite. Yay. Ori, ich fürchtete schon, dich an Kuros Fänger des Hasses verloren zu haben. Aber Gumo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Wurde hier eigentlich das erste Mal erwähnt, dass sie Kuro heißt? Doch sieh her, der Ginsterbaum ist wieder hergestellt und Nibels Wasser ist wieder klar. Okay, jetzt können wir endlich auch die Orte alle besuchen. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren. Wir müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Elendsruinen, im Nebelforst. Gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Gut, das heißt, wir sind jetzt einmal quer rüber über die Map zur anderen Seite. Das klingt doch vollkommen in Ordnung. Und hier sehen wir nicht mal dieses kleine Stück, weil im Nebelhorst keine Karte funktioniert. Noch nicht. Aber das werden wir auch noch ändern. Nachdem wir uns dann erstmal hier umgeschaut haben, denn hier sieht es sehr schön aus. Wir haben zwar noch keine Schlüsselsteine, aber die bekommen wir bald noch. Wir können hier im Wasser tauchen. Na gut. Gehen wir erstmal wieder an Land. Denn es ist jetzt quasi die Zeit erreicht. Kann sein, dass der Part wieder etwas kürzer ist. Aber dann werde ich jetzt erstmal für eine etwas längere Zeit nicht aufnehmen können. Und erstmal schauen, was hier so abgeht. Bei den Leuten. Steht 2 Lebenszellen wieder her? Oder das? Leben erscheint mir aktuell eigentlich wichtiger als Energie und wir haben genug Energie, um die meisten Tore zu öffnen. Erfordert Ultralichtstrahl, also das hier. Ah, ich weiß nicht, soll ich erstmal Strange weitermachen? Wir haben jetzt überall 4. Gehen wir erstmal hier hin. Was käme hier nach? Oh, schon wieder was Neues. Und das hier war der Dreifachsprung. Okay. Ja, los, komm. Gut, haben wir das auch gemacht. Damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.